Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rainbow Six Extraction. Wir sind jetzt zurück am Start. Servus. Moin. Moin. Ne, einmal mal kurz auch Moin Moin in die Runde. Sind wir jetzt zurück, dritt am Start. Letzte Folge ja einmal im Veteranenmodus. Hat ja tatsächlich einmal sehr gut funktioniert und einmal gar nicht. Und ich würde sagen, wir gehen nochmal in dieses wunderbare Maelstrom rein, bevor es dann in 17 Stunden einmal endet. Denn ich muss sagen, es ist geil. Komm, nicht lang rumschnacken, rein hier einfach. Lass knacken. Einfach knacken lassen. So, schaffen wir's? Sicher. Ich hoffe doch. Also wir haben es ja fast geschafft, doch. Ne? Mehr, hallo, das heißt Jo. Na, ja. Okay, dann Jo, sorry, ja. Aber wir haben es ja auch fast geschafft, theoretisch, ne? Es war ja relativ knapp. Ich habe ja nicht gefragt, ob wir es mit 100 CP schaffen. Ich habe ja nur gefragt, ob wir es schaffen. So. Aber wäre schon geil, wenn okay. Der wenn der Proteus da wäre, der letztes Mal da war. Das wäre ja schon. Ich, auf jeden Fall, boah, ich muss Rook nochmal sehen. Ich glaube auch, dass es Rook ist. Also, es sah für mich erstmal, ich habe ja die Aufnahmen mir nochmal angeschaut, es sah für mich nicht nach Rook aus, in den kleinen Shots, wo ich den gesehen hatte. Ja. Aber ich lasse mich auch eines Besseren belehren. Vielleicht habe ich auch immer nur schlecht geguckt. Bin ich ganz ehrlich. Ich denke halt, dass es Rook war wegen den Symbolen. Also der hatte halt diese Westensymbol, wenn ich mich richtig erinnere. Oder hat er das nicht? Habe ich mir nur eingebildet? Nee, genau, das Westensymbol habe ich auch gesehen. Das muss er dann eingebildet, ja. Schon gut. Okay. Muss er dann ja theoretisch der Rook gewesen sein. Ich bin, denke ich, mit Sledge einverstanden. Okay, ja, dann nehme ich Finker. Ah, guck mal. Dann nehme ich Finker. Ja, ist doch gut, genau. Stabil. Adrenalin, sehr gut. Wegen dem Lufthieb, ne? Ja. Ja, wir brauchen ja nicht. Also ich habe ja Adrenalin und er hat ja einen Hammer. Der hat sagt er mit dem Hammer, geht richtig ab jetzt. So, Biopsie, genau. Betäubung. Ich habe ja drei Lehmgranaten am Start. Guck mal, wir haben jetzt schon ein paar Tage nicht mehr aufgenommen. Ich weiß nicht mehr, was abgeht. Guck mal, ich glaube, ich würde das... versuch du mal ungefähr 15 Claymores zu sammeln, Sebastian. So 15, okay. 18, 20, irgendwie sowas. Aber ja. Wir werden mehr Auras brauchen. Gehe ich von aus, ja. Gut, dann sage ich Bescheid und dann ist Stopp für mich, okay. Bei mir im Raum ist noch jemand drin. Alles gut, ich bin da. Der war aber so nah vor mir, dass ich richtig Angst gehabt habe, ey. Das sage ich dir aber so wie das. Hast du den gerochen? Den habe ich mehr als nur gerochen, den habe ich schon fast gespürt. Der Blendspawn an mir dran, kann mir da jemand kurz. Warte, wir machen so. Sag. Entspannt. So. Aber jetzt hast du echt viele Dings verbraucht, ne? Hier. Zwei Stück. Zwei Lehmgranaten, ja, ist okay, oder nicht? Das ist schon schwer. Ja, für zwei Ziele ist auch gut. Ist okay. Ist doch okay. Mensch da. Na komm. Ja, noch ist doch hier gerade nicht Mensch. Ach komm, jetzt mit dem Kopf durch die Wand. Ich hab doch hier extra einen Hammer dabei. Zack. Nehmt euch mal Leben. Ja, genau. Sebastian, mal. Kannst du gerne nehmen, wenn du möchtest, direkt. Ja, vielleicht nach der Mission. Dann kickt das nicht so schnell runter. Ja, das stimmt. Das klingt vernünftig. Aber jetzt hast du es gesagt. Jetzt kriegst du bestimmt irgendwie ganz ungünstig Schaden. Nein! Hoffentlich. Oh Gott, das war knapp. Hoffentlich. Das war richtig knapp. So, mit dem Arme weg da. Kurze Panik, alles gut. Ja, das pinke Ding hat auf mich wieder geschossen, aber da war zum Glück was vor. Also das hätte schon echt eklig werden können. Gut, Fähigkeitenzeug braucht ja niemand von uns, bis auf Nomad. Hä, wo ist denn das letzte Ziel so? Ja, genau. Ah, wahrscheinlich hier drinnen. In der Küche mal. Ja, guck mal da. Sorry. Ich hatte meinen Finger schon auf dem G gehabt und hab losgelassen einfach. Das ist so drin, einfach die Lehmgranate zu werfen. Nee, ist natürlich wäre viel, viel klüger gewesen, einfach zu warten. Aber kluge Dinge passieren hier halt einfach nicht. So. Ich höre doch hier noch. Nice. Genau, haben wir dahin einmal Heilung, hast du schon genommen, dann nehme ich mir einmal das, weil ich weiß, Mark will das sowieso nicht haben, ne? Ja. Es gibt ja noch dreimal Reaktzeug. Ja, die müssen wir auf jeden Fall einsammeln.
Ach, oh, scheiße, jetzt habe ich zu früh das Kit eingesammelt. Naja. Die Frage ist, ja, ich auch leider schon. Frage ist, wo ist das andere Rackzeug? Das zweite. Das eine hast du. Auf jeden Fall in der Schleuse wahrscheinlich. Mal kurz hinten. Ja, moin. Ja, komm, weißt du was? Bam, Junge. Bei mir ist auch noch nicht. Hier hinten ist es auf jeden Fall nicht. Ein Reaktzeug wäre schon important, muss ich sagen. Wir dürfen das nicht hier lassen. Auf gar keinen Fall. Das ist so wichtig. Hier! Omping. Gönnt euch mal. Dann nimm das, Sebastian, nimm du das. Okay. So, zack. Haben wir noch eins in der Schleuse, habt ihr ja schon gesagt. Marc, möchtest du das dann taken? Das kann der Sebastian auch nehmen, dann müsste er fast voll sein. Das klingt vernünftig. Mit dem Harnisch, genau. Ja, ja. Das klingt doch richtig vernünftig. Guck mal, da kommt der Sebastian noch angelaufen. Ne? Sag mal, wir müssen noch auf ihn warten, den Jungen. Ich wusste der ja, dass doch er immer. Ich riech ihn doch. Der hat heute Sport. Ja, weiß ich nicht. Seitdem das eine Mal wir ihn fast zurückgelassen haben, habe ich da jetzt so einen Beschützerinstinkt, weißt du? Ach so. Ich muss immer gucken. Er hat heute Sport. Ich habe das gerochen. Oh Mann. Aber durch den Muskelkater ist es doch schwierig, rechtzeitig dann da zu sein, oder nicht? Der kommt erst übermorgen. Genau, der ist immer am zweiten Tag am schlimmsten. Na, dann habe ich nichts gesagt. So, ich habe jetzt 18 Stück. Das klingt gut. Das reicht. Würde ich auch sagen. Na komm rein jetzt, zack. Hier wird nicht gewartet. Zack. Ein bisschen Serienscan, dies, das. Das ist ja hier nada niente. So. Ups. Bam, Junge. Ach, ich hab den Hammer ein bisschen vermisst. Das macht schon Laune. Quäler. Ach, ich hol mir. Gönn dir. Hier sind wir noch Munition. Sehr schön. Ach, weißt du, was, da hole ich mir jetzt einmal. Bei mir nochmal Quäler. Irgendwo, glaube ich. Wenn ich mich gerade nicht da sah. Ah, so nicht, Kollege. Marc, hast du jetzt schon Bock, einmal Leben zu nehmen? Habe ich das? Ich hoffe. Ich habe eine Blendspore. Na komm, weißt du, ich renne hier auch nochmal rein. Ich würde eigentlich gern jetzt noch nicht Leben nehmen. Na, es ist ja letztendlich deine Entscheidung, ne? Du musst es ja wissen. Ich würde es mir halt gerne aufbewahren, weißt du? Noch so ein bisschen. Ich verstehe, bis zum letzten Augenblick, ich verstehe das schon. Weil ich weiß, dass das mal schon langwierig ist. Das ist ein Marathon. Das stimmt. Ich weiß aber auch, dass Serien-Scan hier schon ein, zwei Mal eskaliert ist. Guck mal, dass du das noch weißt, ich hab's total vergessen einfach. Ein paar Tage ist Malstrom nicht gespielt, absolut ahnungslos wieder unterwegs. So. Da, ein Kauma-Kit. Wow. Zack. Ah, ist die alte Schleuse. Bin ich mit einem im Kreis gelaufen? Auch sehr gut. Oh, oh nein. My bad. Das war meine Schuld. Okay, ich bin dafür, dass ich das Leben doch jetzt nehme. Sehr vernünftig. Du zwingst mich ja dazu, indem du so Quäler anschießt und wieder am Leben bist. Hey, das stimmt ja gar nicht. Ja gut, das war ja ich, ne? Das war ja, ja ich. Ja, das so, möchte das ich ja nochmal direkt dementieren hier. Okay. Schäm dich was. Werde ich hier beschuldigt, ey. So, dann lass uns starten. Wo waren? Ach, der war hier, ne? Ja, ich bin schon beim Katalysator. Zack. Hoch hier. Ich erhalte dann Messwerte vom Transistor. Verstärken brauchte so man ja paar, hier nicht, ne? Nee, aber Sebastian kann ja so ein paar Nomad-Dinge abschießen, weil davon. Hier gibt's ja genug Fähigkeiten. Ja, stimmt, er ist ja sowieso der Einzige, der sie benutzt, die Kisten. Genau. Dementsprechend okay, passt das schon. Hier. Achso, da. Achso, ja. So. Ich muss sagen, aber ich drücke irgendwie auch uns richtig die Daumen, dass wir diesen ekligen Proteus bekommen.
Ich will das den Sebastian auch mal sehen. Ich schmeiß ein paar Nomad-Dinger. Klingt vernünftig. Kannst ja auch ganz im Notfall wieder mitnehmen. Ja, hier gibt's ja, auch wieder. Doch, hier ist doch eine Fähigkeit. Gibt's dreimal. Das stimmt. Absolute Gönnung. Na, wo seid ihr, Leute? Ich hab meinen Hammer schon in der Hand hier. Hier, Quäler. Nice. Na? Ja, ist ja noch entspannt die erste Plattform. Wir sehen ja gar kein Problem. Nein, lol, ja, nice. Sehr schön. Weiter zur nächsten Scanzone. So, weiter geht hier. Machst du etwa Türen auf? Das ist ja absolut rückschrittlich. Ich hab halt kein Mjölnir. Zack. Ich entdecke feindliche Bewegungen. Mehrere Ziele. Mehrere Ziele, sagst du? Bin ich mal gespannt. Wo sind die Ziele? Gib sie mir. Alter, Sebastians Dinger machen immer noch jetzt ihren Job, ey. Da hinten sogar noch. Ja, schmeckt. Wir müssen gar nichts mehr machen. Das ist schon okay. Oh Gott. Boah, wo kam denn dieser Typ? Das war eine Asien. Sekunde nicht aufgepasst, weißt du? Aber der kam auch bedrohlich nahe. Aus dem Nichts kam er angesprungen, ey. Die Dinger sind echt nicht ohne teilweise. So. Genau, gönnt euch hier nochmal Muni. Ich habe 1-1, bin Muni relativ gehen? Zufrieden. Ja, einmal. Ja, nimm dir. Elke. Ja, ah, da kommen noch zwei Kollegen. Sehr schön. Bisschen nervös bin ich gerade, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Hier ist noch ein Vieh. Stabil, sehr schön. So, 5% noch. Warm, Junge. Alter. Boah. Durch diese Nomad-Explosion habe ich auch immer so kleine Panikattacken, sage ich mal, irgendwie, wenn die Dinger plötzlich vor mir hochgehen. Fehler. Da. Der kann nix. Warm, Junge. Oh. War ganz nicht unterwegs. Du hast dein Messer rausgeholt. Ja, manchmal wird das auch mal ein bisschen beschmutzt. Jetzt musst du es aber wieder sauber machen. Deswegen benutze ich es auch so selten, weil mich das immer abfuckt. So, da ist mal im Heilung. Sebastian, ich würde einfach mal sagen, oh, gönn dir. Ja, ich würde noch eine Fähigkeitskiste nehmen. Da hinten waren, glaube ich, noch welche. Warte, da hinten ist das. Ja. Muss jetzt ein bisschen Tour de, weiß ich auch nicht gerade machen. Und dann hast du. Wie viel Munition habt ihr? Sag mal bitte. Ich habe 1,6. Ich auch 1,6. Ja, dann ist das ja bei sowas von meins hier. Zack. So, hier ist auch nochmal Heilung. Würde ich mir tatsächlich dann erstmal gern snacken. Ah, gönn dir mal. Ja, ich weiß, du willst ja die Heilung eigentlich. Oder du hilfst es dir auf. Marc, aber ich spiele lieber gern etwas sicherer. Was? So, Sebastian ist da, ich könnte starten. Ah, leider kann ich nicht schnell genug wieder zumachen. Schade. So. Anfang war bisher relativ entspannt. Ah, jetzt Abschaltung einmal. Wunderbar. Mal ganz schnell schon mal ein Schlückchen trinken. Nest. Ach, das war ja hier so Assi. Ja, Sebastian, hast gesehen, Panzernester und dann hast du auch noch die Abschaltung, ey. Das heißt, wenn hier eskaliert, ist richtig dramatisch. Sehr gut. Stabil. Kannst du, glaube ich, deine Aura wieder mitnehmen. Hatte ich vor. Genau, hier sind direkt die Stacheln. Müssen wir mal rechts lang. Was, warte mal, was denn, wenn wir hier durchgehen? Warte mal. Einfach mal hier Fähigkeit nutzen. Hallo? Ich habe das Gefühl, ich kenne den Raum hier gar nicht. Sind wir überhaupt jemals hier lang gelaufen? Oh, Schleichwege hier, durch die Wand. Schleichwege, weil es erstmal volle Kanne mit dem Hammer dagegen haut. Das ist ein richtiger Schleichweg. Wir sind ganz sneaky unterwegs. Immer.
Aber hier, Abschaltung war sehr easy. Am Anfang hast du halt die paar Gegner gehabt, aber jetzt kannst du halt einmal von links nach rechts laufen. Das ist tatsächlich das zum Thema. Ich sollte einfach mal meinen Mund manchmal halten. So, rein damit. Ich habe jetzt gerade 3 Lehmgranaten und hier ist einmal React-Zeug. Ja, nimm du mal. Na dann. Aber das ist die letzte, die du kriegst. Okay, Papa, danke. Also, halt auf. Einmal React ist noch da. Die Frage ist jetzt natürlich, wo? In der Schleuse wahrscheinlich. Also Munition haben wir auch 3 Kisten tatsächlich. Da würde ich eine ganze Kiste einmal taken wollen. Ja, da bin ich mal so gierig. Ja, ja, definitiv. Fähigkeit ist noch in der alten Schleuse, Sebastian. Ja, aber habe ich nicht benutzt, brauche ich nicht. Also. Okay, sehr gut. Ich höre hier doch noch irgendwo einen Kollegen da. Oh Gott. Hier ist noch ein Medkit. Oh Gott, das waren die Blendschwund, die mich getroffen haben. Kannst du mich mal kurz hauen? Ja. Die Blendschwund hat sich in dem Moment an mich gehaftet, als hier der giftige Dings explodiert ist. Da habe ich kurz Angst gehabt. Na gut. Arm Junge. Alles Nichtskönner hier. Rein hier, alles nicht. Das sind AKN, die können alle nichts. Bam, bam. So, einmal hier rein. Die sehen auch stabil aus. Hier ist mal Fähigkeitenzeug. Munition übersehen. Also wir müssen auf jeden Fall einmal Munition, glaube ich, übersehen haben. Heilung ist einmal da. Das ist für Mark jetzt wieder mittlerweile interessant. Ja. Ja, ne. Der braucht schon Medkit, ey. Wenn's denn sei. Irgendwann ist das Geweine wieder groß, dass hier nicht genug Heilung leistet. Ich habe jetzt schon das Gefühl. Ich weine nie, Alter. Ich stamme von Wikingern ab. Ich bin höchstens nur ein bisschen gejammert. Wo ist denn jetzt hier? Also wir haben einmal Munition hier drin. Also beides ist okay, in der Schleuse, aber es gibt doch noch einmal weitere Munition. Ach so, Rack ist auch in der Schleuse. Das war's. Das nimmt mal kurz einmal die Munition. Ich suche gerade mal. Aber das Leben müssen wir noch holen, Marc, ne? Hier ist einmal Leben. Ja, ich nehm's ja, ich nehm's ja. Sehr gut. Aber es fehlt doch nochmal Munition, oder nicht? Ja, einmal Munition fehlt noch irgendwo. Das nimmt mal beides. Ja, guck mal. Ne, nimm uns mal die Munition in der Schleuse einmal weg, damit ich hier sehen kann, ob dem auch wirklich so ist. Okay, ich nehm die mal weg. Oh, ich hab. Soll ich beide nehmen? Sporen. Nein, ich brauch auch. Okay. Warte, von der Kiste kannst du, glaube ich, beide nehmen. Es geht ja darum, dass es noch eine weitere Kiste gibt. Mein Leben rattert runter. Ist schon okay, Marc, ich habe verstanden, ich komme schon. Scheiß auf die Munition. Wir lassen wieder Kisten zurück. Genug. Ich habe jetzt genug, ja. Siehst du? Aber ich wäre auch noch länger hier geblieben, um dir noch die andere Kiste zu gönnen. Weißt du? Aber naja, du musst es ja wissen. Weißt du, er will keine Munition haben, kein Leben, was willst du eigentlich? Ich habe mich in letzter Zeit mit Genügsamkeit auseinandergesetzt. Das glaube ich ja nicht. Spare in der Zeit. Okay, warte, unsterblicher Wüter und Rettung. Ich glaube, der Wüter war aber nicht in der Nähe der Zielperson, wenn ich mich nicht täusche. Nee, aber hier war eigentlich so ein Quäler. Da, meinst du den da? Oh, Wüter. Der Wüter ist direkt hier, ja moin. Oh, das ist schlecht. Oh Mann, wollen wir dann jetzt hier direkt zur Zielperson durch? Geht. Ich mach auf, zack. Das zum Thema, der Wüter war ganz woanders letztes Mal, da am Arsch. Das ist wieder typisch unser Glück, ey. Neue Spawnpunkte, ne? Ja. Ich hab verkackt. Hier sind wahnsinnig viele Schleime auf dem Boden. Beschützt euch, ich hol mir die Person. Aber geil, Sebastian, dass du noch die Zeit hast, das lässt du besser. Ich wollte ein paar Punkte mitnehmen, ne? Der wurde sich ja schon drüber beschwert, dass er hier die Nester alle immer weg sind. Weg, komm, hau mal ab. Oh, hier ist fucking Schleim überall. Ja, und vor allem auch nicht nur wenig. Ja, ich weiß, aber ich konnte so viel gar nicht schießen, wie viel da war. Dann lass mal außen rum. Komm mit, hier ist alles frei. Ich kann leider nicht schneller. Komm. Oh Gott! Gottes Willen, war das knapp. Kannst du mich hauen? Ja. Pass weg. Nein! Jemand muss mich jetzt hinter uns. Nein!
Jemand muss mich hauen, bitte? Ja. Ja. Ach, ja. Oh, das geht wegen der scheiß Zielperson. Jo. Nee. Wow, super Killer. Am besten jetzt immer in Bewegung bleiben. Hinter uns sind wahnsinnig viele Quäler. Drei Quäler hinter uns. Geht. Die sind gerade angelockt. Raus. Da kriegst du richtige Angstzustände hier, ey. Please help me, I'm in danger. Ah, der wie ich voll Angst hat, daneben zu schießen. So, der muss direkt schon wieder Blendspawn. Sag mal. Du. Komm, weiter. Ja. Lauf. Hier oben ist auch einer. Oh, das feier ich gar nicht hier. Nice. Dann deck mich mal kurz. Kannst mich hauen. Danke. Das war auf jeden Fall, glaube ich, eine sehr wertvolle Rauschpistole. Ich glaube, die war sinnvoll. Oh, okay. Also, wir können Leben verloren. Boah. Ja, ich krieg, von mir aus können wir auch weiter. Ja. Der Hüter ist da. Ja, lass mal gehen, komm. Nein. Ich wurde getroffen. Ach, komm schon. Boah, wir müssen hier weg, komm. Aua. Was lassen wir hier, wenn wir jetzt gehen? Ich weiß nicht, was in der Schleuse halt ist, ne? Mal rein theoretisch gesehen, was lassen wir hier? Kannst du mal hier dreimal Munition und einmal React. Mach mal auf, der Mieter kommt. Oh. Ja. Scheiße. Quäler auf. Boah, also, das ist alles ja ganz schön knapp. Ich bin am Arsch. Ich bin tot. Nein. Oh, ist das knapp hier. Aus mich. Mach die Scheiße auf! Was so? Oh Gott! Boah, okay. Das war mehr Party als gedacht. Und er haut nochmal der Quäler in meine Salve rein, der Arsch. Ey. Okay, wir lassen nichts hier. Ich hab das Werkzeug mir tatsächlich auf dem Weg auf meinen Rückzug gegönnt. Ist mal Munition. Ich hab noch 44 Leben. Also ich bin aber auch wirklich, ich hätte mit euch laufen sollen. Ich dachte, ich habe den sichereren Weg irgendwie. Ich dachte auch, dass du hinter uns bist. Ich hatte dich ja noch gefragt, ob du die Wand auch einreißt. Oh Gott. Hab ich schon gar nicht mehr mitbekommen, weil ich war richtig im Stress. Alter, was da alles war, ey. Naja, und dann hab ich noch der pinke Typ getroffen und dann war lost. Ich wollte gerade eigentlich fragen, ob ich den Restart machen soll. Ach Quatsch, bei 44 nicht. Quatsch. Ja, hier oben ist immer einmal Munition, ne? Gönnt euch. Ich hab 2, 3. Ja, dann nehme ich. Ich hab nur noch eins. Ich hab 2. So, wir haben jetzt wiederbelebte AKN und Nestüberwachung. Das heißt, Aura-Granaten brauchen wir aber sowas von. Auf jeden Fall. Da muss der Mark das regeln. Wir gehen links lang, das war am einfachsten. Machst du die Tür auf? Ja, warte, davor ist ein Vieh. Ich hab den jetzt einfach erstmal nur markiert. Ich messer den. Ja. Fuck. Hab ihn, alles gut. Zack. Hier wird geschaut, genau, am Anfang waren hier wahnsinnig viele Nester. Aber geschafft. Nice. Dann lass am besten direkt durch, hier gibt's eh nur Munition. Ja genau, auf jeden Fall. Würde ich auch sagen. Aber falls wir auf dem Weg eine Munitionskiste sehen, würde ich mich freuen. Okay, ja, das okay. Ist so eine Ansage. Aber nur falls, also wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann ist es wesentlich. So, dann lass mal hier lang. Ja, du machst auch noch Türen auf oder was? Am Arsch. Sneaky und so. Aber ey, Sledge macht so einen Spaß. Ist vielleicht nicht so sinnvoll, aber wenn du einreißen kannst. Wobei, kann auch sinnvoll sein vielleicht. Ja, ist auf jeden Fall manchmal sinnvoll. Also es ist nicht... Es ist nicht unsinnig. Außer man provoziert es. Irgendwo ist ein Fehler hier. Da sind 2 Stück. Kommt der erste? Wir sind beide. Einfach durchschießen. Sehr schön, Leute. Ich hab Sporen. Danke. Ist irgendwie weg. Nice. Hier ist die Munition. Ach, guck mal, hier ist doch die Munitionskiste. Guck mal, perfekt gelaufen. Lass mal ganz schnell weiter hier. Gar nicht erst irgendwie unnötig Schaden kriegen. Also 44 Leben noch. Das ist aber auch ungünstig gelaufen, muss ich jetzt sagen.
Weil du nicht bei deinen Mates geblieben bist. Ja, ich habe direkt Karma kassiert einfach. Aber weißt du was? Ich nehme dieses Karma. Es ist okay, ich habe verstanden. Das ist ein gerechtfertigtes Karma, das kann man machen. So, jetzt aufpassen, spontaner Schleim plus wir haben Dekontamination. Das heißt, Eskalation ist ungünstig. Die Nester sind oben. Nice. Und raus hier. Genau, die waren da ganz, ganz hin bei der Schleuse. Ja. Wollen wir links, rechts? Bei euch? Okay. Ja, erstmal unten sauber machen, oder? Bevor es hier eskaliert und wir von hinten und so. Bin vernünftig. Von hinten und so, genau. Das, was er halt sagt. Ja, du weißt auch, was ich meine. Da bin ich mir manchmal nicht sicher. Soll ich aufmachen? Na, okay. Oh, es juckt halt echt in den Fingern. Leute, das sah gerade vor aus wie so eine Blendmine. Ich bin echt lost, ey. Wir reden nicht drüber. Okay. Also hier haben wir tatsächlich theoretisch jetzt plötzlich zweimal Rackzeug. Das ist gar nicht so wenig. Gerät wird eingesetzt. Gibt's noch ein Vieh? Guck mal, da wird sogar ganz professionell mit dem Messer noch gearbeitet. Immer. Sehr schön. Schleim aufpassen. Hab ich schon fast vergessen. Wo? Ne, alles gut. Ist weg. Ist schon weg. Alles gut. Ich hab's nur nochmal gerade gesehen und dachte, ich sag's lieber nochmal. Mag genau vor dir. Schon reingetreten. Will man auch mal hier hoch? Ich glaube, unten sind wir fertig. Ein First. Oh, ein First. Nice. Ah, das ist entspannt. Den kriegst du schnell weg. Der schreit nicht. Ich versuch den hier rauszulocken. Oh nein, scheiße. Ist doch egal. Wir lassen durchschießen. Sicher? Aber ja, komm. 3, 2, okay, 3, 2, 1. Sebastian, ich hab deine Angst verstanden, dass wir eventuell ein Nest vielleicht kaputt schießen. Aber geil. Ich wollte den Thrill wollte ich jetzt gerade einfach haben. Ich dachte, okay, das nehmen wir uns jetzt. Achtung, hier ist irgendwo Schleim. Na gut, hier kann ich jetzt nicht viel machen. Das ist jetzt Sebastians Job. Sehr schön. Oh nein. Ah, toll. Komm mal raus. Ich komm mal raus, ich will kein Nest kaputt machen aus der Ja. Jo, okay. Ich hätte damit keine Probleme mehr auszusehen, Nest kaputt machst. Ja, ich aber schon. Ja, weil welche Zonen kommen denn jetzt bitte noch nach der Jagd? Weißt du das? Noch war das Sabotage? Warum nicht dafür eher die Claymores? Also ist das nicht wesentlich wichtiger? Ja, wir haben ja noch zweimal Rekt hier. Da kann der Sebastian sich mindestens einmal von nehmen. Und ich mir auch. Dann sind wir gewappnet für die letzten Zonen. Okay, wenn das so ist, dann. Dann passt es ja. Er braucht ja hier rein theoretisch gesehen ja auch nur was. Also meistens gehen ja nur 8 Claymores hoch oder so. Ja, das stimmt. Wobei man auch eigentlich Dekontamination, wenn man sich gut aufstellt und die Nester nicht absolut beschissen verteilt sind, kann man das eigentlich auch so ohne Dinger machen. Definitiv, aber ich finde, dadurch, dass wir echt Leben brauchen für die letzte Zone, bin ich gerade eigentlich ganz dankbar für die Lösung. Na, hast nicht unrecht. Ich meine, wir haben letztes Mal echt viel, eigentlich noch viel Leben gehabt, in Anführungsstrichen. Ich glaube, Hälfte. Ja. Und hast du ja gesehen, wie schwach das war. Das war's. Ja, ich glaube, ich stehe auch ganz gut. Ich bleib in diesem Raum hier. Okay, ich drei. Geh raus. Können wir? Warte, ich geh raus. Ich muss okay, dann 3. Ich gebe uns noch einmal einen Lebensschub. Adrenalinschub unterwegs. 3, 2, 1. Auf 4 Stück? Nice. So läuft das. Zack, her damit. Ah. Also hinten, hast du noch einige übrig. Guck mal, hier sind ja noch einige. Sehr gut. Finde ich aber interessant, dass die hier weg sind bei den Nestern, wo ich die als erstes abgeschossen habe. Okay, keine Ahnung. So, einmal Reaktzeug ist in der Schleuse. Und wo ist das andere? Das ist jetzt eine andere Frage. Hier. Fürs. Oh, damit habe ich jetzt gerade tatsächlich nicht gerechnet. Nice. Gut, Achtung, Schleim. Nice. Da ist Munition. Hier ist irgendwo. Da. Oh, danke.
Ach, das Munition ist doch aber könnt eine ihr euch Schleuse. Gerne nehmen, ne? Gibt 2-1. Das ist weg, ne? Ach, das ist genau. Eine Schleuse, okay, wo ist das andere? Das ist das in der Schleuse. Ja, das andere suche ich jetzt gerade. Wir brauchen auf jeden Fall beide eine Kiste. Mhm. Und hier kamen wir gerade eben eigentlich. Da muss es ja theoretisch auf der anderen Seite sein, wo wir noch nicht gewesen sind. Scheiße, vielleicht, ja. Hier ist es nicht. Hier, glaube ich, drin, wo noch ein paar Viecher sind. Ich habe schon wieder Blendspawn, ich krieg die Krise hier. Übrigens ist es hier. Hier, genau hier ist es. Dann nehme ich mir das, dann nimmst du das in der Schleuse, ne? Okay. Wie viele Auras hast du gerade? 20. War entspannt. Ja, ich bin mir noch nicht ganz so sicher, aber ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ja. Na gut. Also ich hoffe, sag mal so, je nachdem, welcher Proteus jetzt kommt. Also, ich wäre natürlich auch für den Rook Proteus, wenn er kommt. Ne? Das heißt, wir werden gleich sehen, wenn wir drei Quäler ausschalten müssen, wird es wahrscheinlich dieser auch sein. Wäre natürlich schön, wenn wir den nochmal von die Linse bekommen könnten. Weil es scheint neuer Content direkt da zu sein. Direkt hat man Bock, aber auch das richtig auszulutschen, ne? So viel wie möglich. ja, moin. Wow. Alter. Aber okay, Arsch. Nicht schlecht. Du Scheißspiel, Alter. Nicht schlecht, der Start. Ja, ja, direkt ein Fürst. War das letzte Mal auch? Ich weiß es schon gar nicht. Assi war es nee, auf jeden Fall. Diesmal Munition. Und ach, der Blendspawn werden freigelassen. Ist vielleicht auch nicht unnötig zu wissen. So, jetzt wird hier durchgelaufen. Jetzt geht ab hier. Komm, Fürst. Ja, moin, ich hab's verkackt. Oh Gott. Ja, das sehe ich noch nicht. Noch sterben wir nicht. Der Fürst dürfte nichts mehr haben. Achtung, Fürst! Fürst down. Oh, ich sehe nichts mehr. Oh, das ist ungünstig jetzt. Alles gut. Sehr schön. Halleluja. Ja, ist doch gar nichts passiert. Ich sehe ja gar kein Problem. Oh, ich sehe schon wieder ich nichts. Ich sehe einfach nichts. So. Ja, moin. Als ob da direkt noch einer war. Zwei Killer bei mir. Killer, komm hier hin. Ja. Einer down. Ach, von der Seite, von der Seite. Alter, der Arsch. Gut, dass der Booster war. Hm, allerdings. Ich hab sehr schön. Gespürt. Einfach, der war einfach das Gefühl da. So. Hier ist alles weg. Also theoretisch müssten wir ja gar nicht nach oben da, wo die, wo der Heliport ist. Das heißt, wir können eigentlich hier unten die Station einmal ablaufen. Ich glaube auch, dass so mal das andere wartet, was uns töten will. Ich sehe schon wieder nichts. Es ist unglaublich. Ich bleibe sonst gerne direkt bei B stehen. Ja, alles klar. Dann. Ne? Ich muss mich ja nicht bewegen jetzt hier. Wie viel Claymores hast du? 12. Dann nimm du dir mal das Werkzeug. Achso, du gehst zu A, dann gehst du B. Ja. Ich nehme das dann gleich. Jo, starten. Alles klärchen, rein damit. Zack. Gut, das war irgendwie auch noch relativ entspannt, wobei wir hatten jetzt ein paar Fürsten, aber die gingen ja auch relativ schnell down, ne? Wenn wir mal ehrlich sind. Ja, wie gesagt, ich finde Quäler schlimmer als Fürsten. Da liegt nochmal Munition, nehmt euch das mal. Ich habe 1,8, ich glaube, das reicht. Aber ich habe schon wieder 3 irgendwas. Ich habe 2,3, dann nehmen wir oh, das ist wieder der Markt, das wundert mich schon wieder nicht, ne? Ich hab dazu auch nichts mehr zu sagen. Ne, immer schön am Horten, ne? Wie sich das kalt gehört. Wow! Verdammt! Ich bin einfach noch gerade noch zurückgelaufen. Ihr macht das schon. Ich renne zwar so schnell ich kann, aber ihr macht das schon. Sehr gut.
Ja, komm, habt ihr doch gleich down. Nein. Gut, dass du den Boost gemacht hast. Allerdings. Ja. Lebt er noch? Ja, und der Boost ist auch jetzt weg. Nee, der ist weg, der Typ. Ich seh nichts. Perfekt. Gibt, glaube ich, auch nichts Gruseligeres, Alter, wenn ihr ein Fürst irgendwo umher schwebt und man halt ist irgendwie blind. Das ist, glaube ich, nicht übertragbar. Also, gefühlt haben die den aber auch neu eingefärbt, ey. Der hat jetzt diese Hintergrundfarbe grau. Hat sich direkt auch hier verschmolzen mit allem drum und dran hier. Ist so. So, leg schon mal Claymores hier hin. Besser ist es. Hier. Gönnung. So, was müssen wir jetzt killen, ist die Frage. Ich bin sehr gespannt. Was müssen wir killen? Sag an. Anscheinend kommunizieren einige Archies mit dem Elite. Leg doch Claymores. Oh, was hörst du? Okay, explodieren AKE. Das. Wir müssen auf jeden Fall nicht den gleichen Proto jetzt, glaube ich, killen. Der hinter, ich hab ihn schon leider angeschossen. Tut mir leid. Ui. Alles gut. Nice. Sauber. Entspannen. Sehr schön. Hier kannst du noch einen gehen. Kann Nester kurz mal kaputt machen. So. Die sieht auch relativ clear auf der anderen Seite aus. Das reicht. Ja, denke ich auch. Wie viel Claymores hast du noch übrig? Gute Frage. Immer noch 8. Ja, wir haben auch noch Sabotage. Okay. Ja, genau, wir haben noch Sabotage. Fürst Nummer 3. Ich weiß nicht, wie es zugekommen ist. Ah, der ist jetzt da ganz hinten und spawnt. Da ist er. Hier sind ein Vierter. Was los? Scheiße. Rotholz kommt. Kommt zurück, raus. Oder? Kommt zurück. So, welcher ist jetzt da? Es ist nicht der von letztes Mal. Da ist er. Und welcher ist es? Weiß noch nicht. Wo ist er denn? Da. Alibi, glaube ich. Neutralisiert dieses Ding. Es kann niemals zu uns gehören. Oh, wer kriegt. Ah, fuck it. Ja, es ist Alibi. Wie ich gerade dachte, dass ich den Proteus habe, es war einfach nur ein Klon. Ich bin gut drauf reingefallen. Weg damit. Sehr schön. Der kommt ja schon mehr als die Hälfte weg. Entspannt. Ja, komm her. Komm doch mal her. Okay, nee. Geht gar nichts mehr. Down. Sauber. Ja, es ist halt. Mit den Claymores, da macht so ein Proteus nichts mehr. Wobei dieser unbesiegbare Proteus, der könnte halt einfach durchlaufen, theoretisch. Ja. Aber ganz ehrlich, wenn sie jetzt wirklich wieder am Spiel ein bisschen was machen, was natürlich wünschenswert wäre, vielleicht gibt es dann auch in nächster Zeit. Ne, ich will nicht zu viel hoffen, ne? Aber vielleicht ein, zwei neue Maps. Neue Gegner. Ja. Ich habe 1,8, ich glaube, das reicht. Aber, nimm mit. Okay, nimm ist mit. Ja. Entschuldige, natürlich, dann nehme ich es halt mit. Du hast ja recht. Danke. Na dann, ab in die letzte Zone. Wow, Achtung, Sprenger. Geh. Mach auf. Hui. Nein. Komm. Natürlich, ey. Fuck. Oh. 35 Schaden bekommen. Scheiß Sprenger, ey. Na gut, wir waren noch nicht down. Du hast noch Adrenalin. Und dann eigentlich. Okay, wir haben nicht die Zeit. Die Dinger sind direkt oben.
in beiden Rollen. Oh, Elite, das ist ja richtig geil jetzt bei Sabotage. Hab ich. Ja, oben. Sebastian, du musst als erstes hoch. Also du musst gucken, dass du schon mal hochgehst. Ich hab links. Weil dann kannst du schon mal Claim auslegen, weißt du? Ja, ich räume unten noch auf, dann könnt ihr schon mal hoch. Okay, ich folge. Ja, zwei Stück. Nein. Achtung, Elite. Oh, fuck. Boah, ey, diese fucking Elite, die halten so viel aus. So weglaufen. Ich bin tot. Elite, ey. Zwei Lufthiebe, zwei Magazin und der war immer noch nicht tot, ey. Hau alles an Clemens raus, was er hat. Wo ist der? Ach da, sorry. Oh, okay. Ja, 5 Minuten. Ja, ich hab grad Nachladenproblem. Okay, komm, verstärken. Hab ich drüben, bin ich fertig. Ja, ja. Ja, ich weiß, 3 Minuten brauchen wir. Echt? Du warst nicht 3? Ich glaube, es waren 1,5 okay. Minuten. Okay. Ja, dann lass uns mal starten. Falsches sagen, ja. Also bei 4 Minuten. 30 Sekunden noch. Weil theoretisch haben wir 1 Minute weniger Zeit, ja, ne, wenn wir ganz. Wow, geht hier nicht. Wenn wir mal ganz early sind dann. Ich mach mal hier auf, damit wir mal rotieren können schnell. Bei Bedarf. Okay, ready, wenn ihr seid. Habt ihr noch eine Wand? Ich hätte noch Wände. Ich glaube, der Heliport ist voll. Ich glaube, der Heliport ist voll. Noch haben wir 4 Minuten, also noch haben wir 3 Minuten. Das ist okay. Wir haben noch mal eine Wand. Marc, du kannst dann gerne drüben schon mal ranbringen. Wir müssen anfangen jetzt. Ja, starte, ja. Ich hau ran, Marc. Gar nicht da, warte. Sponsor ist dran. Wir haben hier einen Hüter. Das sind 2 Stück. Ich habe halt keine Lehmgranate mehr. 3. Ich kann ein Messer. Das sind 3 Stück? Ich bin down. Warte, ich hol dich. Der Feind will an die Ladung ran. Das können wir nicht. Ja, wir haben verkackt. Echt? Oh nein! Ja, der Wüter hat 3-mal gegengehauen. Du hast mir gerade aufgeholfen. Ich war nicht kampffähig. Scheiße. Oh, fuck, ey. Wüter braucht halt auch nur 3 Schläge, ne? Deswegen. Dann einmal ruhig hier, zack. Scheiße.
Oh Gott. Das ist ein richtiges Problem hier, Alter, ohne den Granaten. Ich bin am Heliport. Ja, ich bin gerade noch ein bisschen beschäftigt. Aua. Wow. Ja, hier sind Elite-Wüter und sowas, das ist ja absolut unmöglich. Tot. Wir müssen starten, Alter. Ja, geht. Komm schon. Komm. Nimm. Wer ist tot? Achso. Ich bin tot. Hab ich Sebastian jetzt gerettet, wenn ich ihn auf dem Arm auf dem Heliport hatte? Ja, hast du. Okay. Alter. Du schaffst, das waren so viele Wüter, da kannst du doch nicht gegen ankommen. Vor allem, du hast so viele Elite-Wüter auch gehabt. Aber diesmal hatten wir Wüter, letztes Mal hatten wir Quäler. Beide schlimm. Das war natürlich richtig mies jetzt, ey. Beide sehr, sehr schlimm. Ja gut, aber wir haben es ja fast geschafft, ne? Bis auf die letzte Zone jetzt. Wir haben sie gesehen. Ärgerlich, ey. Das ist fast wie geschafft. Wollt ihr noch einen Retry machen? Also wenn ihr es jetzt noch einmal sagt, dann schlafe ich gar nicht mehr. Wollen wir noch einen Try machen oder wie sieht das aus? Also ich bin dabei. Ey, ich will das schaffen. Also ich bin raus, wir haben nach null. Alles klar, okay, dann machen wir einen Kleinkart und sehen uns einmal sofort. So, da sind wir wieder. Runde 2 wieder nur zu 2, das heißt ein Random mit am Start. Und eine gute Frage von dir, was machen wir jetzt in der letzten Zone? Also du hast jetzt ja gesagt, dass du Claymores mitnehmen wirst. Ich nehme Claymores mit. Die Frage ist jetzt, soll ich Auras nehmen? Ja, das ist nicht schlecht, Auras. Ohne Lehmgranaten. Wir haben gerade eben tausende Wüter gehabt. Nein, scheiße, ich wollte Echo nehmen, der war schneller. Nee, alles gut, wir können ja trotzdem da unser Ding machen. Ich würde, denke ich, Finca nehmen, einfach nur damit wir ein bisschen mehr heilungstechnisch was haben. Wenn es hart auf hart kommt. Und Nomad jetzt nehmen, ja. Jetzt ist die Frage. Lehmgranaten sind schon nicht unwichtig, allein auch schon für die Biopsie eventuell. Gut, das kannst du auch mit Aura machen, schlussendlich. Ja, aber dafür musst du geübt sein mit Auras. Also ich fand das am Anfang nicht. Ich fand es nicht so leicht. Nee, ich muss auch erstmal reinkommen, mit Auras zu biopsieren. Na gut. Das ist jetzt eine gute Frage, ne? Ich glaube, ich würde bei Lehm bleiben, wobei Auras. Nestüberwachung, wir wissen da, wo die Viecher ungefähr sind mittlerweile. Und vielleicht. Vielleicht können wir da den Echo sein Ding machen lassen. Ja, ich hoffe. Also Echo. 6, vielleicht hat er ein bisschen Plan. Ja. Im besten Fall. Also es ist ja generell so, dass ihr, das wisst ihr wahrscheinlich mittlerweile auch, dass wir von Echo jetzt nicht so viel halten, weil er ein Spiel um einiges leichter einfach direkt macht. Natürlich könnte uns das jetzt, aber wir haben uns ja theoretisch ausgeglichen. Wir haben ein Random, das macht uns schon mal schwächer theoretisch. Und mal gucken, wie er jetzt dann halt mit Echo da regelt. Bin gespannt. So. Der Anfang ist ja noch relativ entspannt. Kann man definitiv, denke ich, so sagen. Guck mal, ist auch schon direkt da mit der Drohne unterwegs. Ich sag so, es war jetzt angenehm, dass er die Viecher weggemacht hat, ja, aber macht es natürlich jetzt in dem Sinne jetzt auch ein bisschen entspannter. Ich habe ja nochmal Munition. Und ich glaube, es ist tatsächlich generell sinnvoll, wenn wir beide die Munition Werkzeug nehmen, ehrlich. Und die Heilung. Oh, jawohl. Genau, das wollte ich. Sehr schön. Hier ist auch nochmal Munition. Haben wir geschafft, sehr schön. Okay, Echo hat das gerade aber schon ziemlich entspannt gemacht, muss ich sagen. Ja, wenn du Echo spielen kannst, also zum Beispiel, also wenn ich Echo nehme, dann können wir durchpushen. Ansage ist raus. Nee, wirklich. Also, ich wollte gerade einen Aura werfen. Achtung! Alles gut, ab. Ich habe hier draußen noch einmal Heilung. Wie gesagt, sinnvoll, wenn wir das beides mitnehmen, weil Echo braucht ihn nicht, wenn er da oben eh bleibt. Okay. Nimm du mal. Oder wo ist denn die andere Heilung? Die andere war, glaube ich, in der Schleuse. Nee, die ist draußen, die ist nicht in der Schleuse. Absolutes Erbsenhirn, direkt nicht mehr im Kopf. Ich sehe ein Medkit. Genau. So. Komm, guck mich an. Ja, komm, mach auf, das Ding.
Nein, du solltest mich... Du solltest deinen Schrei machen, verdammt. Du solltest doch nicht auf mich zugerannt kommen. Gönn dir. Lauf, lauf. Ich würde mir auf jeden Fall das Rex-Zeug in der Schleuse einmal nehmen, weil ich habe keinerlei Lebengranaten mehr. Das nehme ich mir jetzt einfach mal so raus. Munition gibt es hier theoretisch einmal noch. Brauche ich jetzt... Ja gut, gibt eh genug in den anderen Zonen, wenn es danach geht. So, Mate ist sofort da. Ja, Echo, das könnte interessant werden, vor allen Dingen beim Proteus. Weil letztendlich musst du bedenken, gute Claymores bei dem Proteus sind schon sinnvoll. Claymores bei dem Proteus und bei der Abschaltung theoretisch dann. So, da ist er. Da hast du schon? So, du musst, glaube ich, noch. Hä? Ich kann nicht. Ah, jetzt. Merkwürdig. So, was kam jetzt? Serienscan. Könnte auch interessant werden. Jetzt wäre es natürlich geil, wenn dann Echo dann gleich mitkommt. Er hat aber auch kein Geschütz oder sowas dabei. Das heißt, wenn er hier angegriffen wird in der Schleuse, können wir ihm nicht helfen. Ich hab ihn deine Klammer. Ah, du Fuchs. Ja. Ich muss direkt sagen, mir fehlt direkt, dass ich hier diesen Hammer nicht mehr habe, um hier durch Wände zu gehen. Stört mich direkt. So. Wunderbar. Also der Echo-Drohne ist auf jeden Fall bei mir. Oh nee! Houston, wir haben ein Problem. Der Quer, das war's. Ich komm. Hast du gerade etwa gestöhnt? So nach dem Motto, so Nein. Schon wieder. Nein. Wie? Hat der Jan ist schon wieder versaut einfach. Nein, würde ich niemals. Der sollte sich verschieben. Oh Gott. Der hat nichts mehr. Ist noch einer? Das sieht der andere. Oh, das war knapp. Gott. Brauch ein bisschen Muni, ich gönn mir mal direkt. Lach doch nach. Du brauchst ein bisschen Muni, ich hab nur noch 700. Was? Ja, wie schnell hast du denn geschossen? Ich weiß nicht, schnell. Alter, wie Lucky Luke, Alter, der schnellste Colt im Westen. Das war ungünstig. Da hatte ich keine Muni mehr. Später. Oh Gott! Hab ich. Das ist jetzt schon mega unentspannt in der zweiten Zone. Das kann doch nicht wahr sein. Ich lade nach. Ist die Waffe auch schlechter gerade hier? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Wahrscheinlich aber. Reaktzeug einmal gönn dir. Aber ich glaube, für uns bleibt mehr Reaktzeug da jetzt, ne? Wenn wir wenn Echo jetzt nehmen. Du brauchst noch Lähmgranaten? Ich habe 3 Stück jetzt gerade. Schon okay jetzt. Okay. Aber sonst nimm dir, ich hab 17 Claymores. Ja, okay, dann nevermind, dann gar nicht mehr. Ich muss aber sagen, mir fehlt es, dass du jetzt keine Auras dabei hast. Das gibt mir ja, mal eine gewisse mir Sicherheit. Auras geben mir einfach eine gewisse Vorsicht einfach. Aber es ist halt krass. Mehr aufpassen ohne Auras, ne? Ja. Es ist halt krass mittlerweile, wie wir halt wirklich auf diese 3 Geräte spezialisiert sind oder eingestellt sind. So, das ist halt. Und wenn dann halt einmal was fehlt, dann sind wir direkt ein bisschen aufgeschmissen. Hier ist nochmal React-Zeug bei mir. Dir. Je mehr Claymores du hast, desto besser, denke ich. Ja. Also Echo macht seinen Job gut, das finde ich nice. Wenigstens das dann, wenn er schon dabei ist. Ja, er macht seinen Job sehr, sehr gut. So, 3-mal Heilung gibt's ja. Aber wir müssen auch mit dem Serienscan noch anfangen. Ah, gut. Also Heilung würde ich jetzt sowieso nicht nehmen, bis wir nicht den Serienscan durchhaben, weil die kann man auch ohne Schaden hoffentlich einmal schaffen. Und ich habe extra nochmal hoffentlich gesagt. Ich habe nicht gejinxt, ich habe extra hoffentlich gesagt. Du hast es aber gesagt. Ja, aber mit der Bemerkung, ich hoffe. Ein ganz großer Unterschied. So, rauf da, zack. Jetzt mal Fähigkeitenzeug, ne? Wenn du brauchst. So. Ah, guck mal, der Mate ist auch direkt da, das finde ich nice. Da. Auch eine geile Ortsangabe da. Da wisst ihr direkt doch, wo das ist. So, ja, das erste Plattform war noch entspannt. Nice. Echt geschafft. 80% hinter mir.
Ja, die Fußstapfen manchmal hier im HUD sind sehr praktisch, ey. So. Plattform 2. Ja, jetzt kommen wir gerade sehr solide durch, aber gut, das ging jetzt gerade im ersten Versuch auch eigentlich. Die ersten Zonen sind halt nicht wirklich das Problem. Es ist halt der Proteus, es ist die Sabotage. Und die Rettung war auch gerade gefühlt ein bisschen kritisch. Nice. Nice, nice. Seht ihr alle gar nicht, die explodieren einfach gerade alle irgendwie. Ein bisschen aufpassen. Ja, ich bin viel. Oh Gott. Alter. Hat der Echo. Hat der Echo ein Schwein gehabt, das der ein Medkit genommen hat? Ich weiß nicht, wie viel Damage er bekommen hat, aber er hat Damage bekommen. Na gut. Boah, ich hab 900 Schuss. Boah, ist das kritisch. Und wir brauchen noch einmal Heilung von irgendwo. Da haben wir ja theoretisch jetzt nur von, na ja gut, drei Seiten, wo Gegner kommen können. Ich habe auch schon meinen Finger auf der mittleren Maustaste, um die Fähigkeit zu aktivieren, falls es heavy wird, aber ich glaube, vielleicht das sollten wir haben. Vielleicht aktivierst du die jetzt einfach mal ganz kurz. Ja gut, komm. Aber nicht haben. Sehr schön. Geht sich ja wieder auf. So, dann, du bist doch immer jemand, der sich der merkt, wo die Kisten sind. Weißt du noch, wo die Heilung war? Außerhalb der Schleuse. Ja, hinten im Tresor ist eine Heilung. Genau das. Natürlich hat er sich das gemerkt. Klar. Ja, hier, guck mal, da hat er auch nicht Unrecht. Da ist sie ja. Mensch. Ab, nehme ich mir doch. Oh, Munition brauche ich immer wieder, Leute. 900 Schuss, da fühle ich mich nicht wohl mit. Und ich würde dir auch ans Herz legen, gleich die Heilung einmal zu nehmen. Ja, ich verwahr sie mal lieber noch aus. Oh, wenn ich das schon wieder höre, kriege ich schon wieder. Dann stellen sich meine Nackenhaare wieder hoch, ey. Hast du? So. Abschaltung. Mit Panzernestern. Also, Abschaltung haben wir bisher immer eigentlich sehr, sehr solide hinbekommen, ohne dass da irgendwas eskaliert ist. Ich hoffe, das bleibt jetzt ja so, aber ich denke, mit der Echo-Drohne wird das schon passen. Ich bin da recht confident. Nein, 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 nein. Oh, Gottes Willen war das knapp. Wir haben zwar jetzt keine Aura, aber wir haben halt Echo als Ersatz. Echo. So, wir sind schon am Heliport jetzt. Ach, guck mal, wir haben das schon alles. Sehr schön. Was rennt er denn bei dir so da? Ich hab noch ein paar Nester kaputt gemacht. Hat sich gerade vorher angehört, als ob irgendwas bei dir in der Bude da irgendwie rattert. Nein. Nein. Hier wird nichts gerattert. Hier rattert nichts. Absolut kann man fast solcher so schnell killen, ey. Entspannt. So, zack. Nummer 1, Nummer 2. Ach, guck mal, hier. Der Echo ist direkt dabei. Hat sich auch ein Gerät geschneckt. Hier ist mal React-Zeug. Gönn dir mal. Ja, ich muss kurz meine. So, und hier war dreimal Munition, ich entsinne mich noch. Einmal so, hier und da will ich hol mir einmal die Heilung hier aus der Schleuse. Ja. Erfolg ist Erfolg, auch ein temporärer. Oh, ich gönn mir aber sowas von zwei Munitionskisten, dann sag ich dir aber mal, ey. Aber wo war. Ich hab die doch gefunden. Boah, ich bin ein richtiger. Ich habe richtigen Brain Lag einfach. Ich hab schon wieder vergessen, wo die scheiß Munition ist. Also ein von den drei Kisten. Bräuchte ich wohl anscheinend mal, wenn ich dazu mich hier irgendwie, keine Ahnung. Oh Gott. Oh Gott, du Arschkeks. Kommt da um die Ecke geschlichen. Ich lade nach. Auch hier ist keine Munition. Was? Hat er schon alles gesnackt? Nein. Ja, hier ist einmal. Guck. Ah, oh, okay, ich bin Benchmark jetzt gerade reingelaufen. Magst du mich einmal kurz schlagen? Oh, komm, Echo schlägt mich. Sehr schön. Thank you. So, so. Einmal React, zweimal Munition. Werkzeug gönn dir. Wobei ich auch denke, dass ich mir auch ein paar Lehmgranaten ansparen sollte. Allein, wenn wir schon wieder zu so viel Wütern kommen. Weil du hast jetzt ja keine Auras, um dir zu distracten. Ich hab 30 Claymores. Das klingt noch nicht genug irgendwie.
Irgendwie nicht, ne? Ich denke mir auch so, ey, so, weiß ich nicht. So dreistellig sollte das schon sein, nein, Spaß. Aber sollte schon nicht wenig sein. Das ist eine Rettungsmission. Komplikationen im Labor und gescheiterte Mediat-Mitarbeiter-Evakuierung. So, stimmt, ach ja, Rettung. Der Wüter war ja hier links irgendwo. Erstmal direkt zur Rettungsperson. Das, Rettungspersonen sind auf jeden Fall Quäler. Das war knapp. Mitarbeiter evakuieren. Also wir können ja jeder einen Quäler theoretisch wegmachen, ne? Nice. Güter, da ist er. Güter, hol dir den und los und nach hinten. Person zur Evakuierungskapsel bringen. Munition ist aufgefüllt. Filmen wir uns einfach mal. Ja, dann lass mal hin. Da muss der Ekko am besten auch aus seiner Drohne raus, weil ich möchte natürlich jetzt auch nicht den Wüter zu ihm hinlocken. Aber der bleibt dann noch stehen, der hat uns aus den Augen verloren. Ja. Nee, der Ekko lenkt ihn ab. Das ist nämlich richtig geil mit Ekko. Ach, du meinst wieder sehr einfach mit Ekko. Sehr einfach. Dieser Operator ist so stark einfach. Das ist schon echt irgendwie. Ja, aber die haben den schon runtergedroppt. Also ich habe letztens Ekko gespielt. Das ist nicht mehr so overpowered. Wow, immer noch, ja, aber nicht mehr so. Aus mich kurz. Ich kann nicht. Eine noch. Warte. Du hast benutzt deine Fähigkeit. Also ich. Yes. Okay. Schießt er mich einfach ab. Ist schon okay. Oh, er lenkt da gerade alles ab, ey. Ball dich. Ich bin da. Und weg. Das Ding ist, der Mate muss halt jetzt auch mitkommen, ne? Weg. Komm, mach die Tür zu, mach die Tür zu. Oh Gott. Alter. Aber mal ganz schnell. Mach die Tür auf. Oh Gott. Oh, war das. Das war. Nein! Oh. Lauf. Der lebt doch. Lauf. Der ist tot. Der Blendschwund ist egal. Mach auf. Denk dran, dass er. Nein! Mach zu! Mach zu! Magst du mir nochmal hauen? Oh, das ist so. Oh. Thank you. Guck mal, wo der ist, Alter, direkt vor unserer Haustür fast, ey. Alter. Ist Rack-Gerät hier? Nee, ne? Du hast es eben auch genommen. Ja, irgendwo. Das ist da draußen noch. Oh. Eine Rauschpistole, so meinst du? Komm, drauf geschissen, boah, Alter. Nee. Mach die Tür auf. Nee, lass es. Der Wüter kommt rein, lass es. Ich mach es. Es ist mir egal. No Snowfun habe ich mal gehört. Wo war das Ding? Ich weiß nicht mehr, wo die Kiste ist. Boah, war das dumm. Bei der Liebe, ich weiß gerade nicht mehr, wo die Kiste ist. Ah, die ist oben. Die untere wurde genommen. Ja, moin, Digga. Okay, jetzt nein. Ich komm zu euch gelaufen. Oh Gott, danke. Danke. Komm. Domi, Sprinter. Komm. Alter. Junge. Aber ich hab mir 3 Lebengranaten durch diesen Stress gegönnt. Ist das nicht wunderbar? Leck mich am Sack, ey. Aber ich musste mir dafür einmal die Rauschpistolen tatsächlich beide einmal gönnen. Aber ich hab's ja wieder voll jetzt. Junge. Ich weiß, es war riskant, aber ich sag mal so, du hast doch gesehen, wir brauchen alles an React-Zeug, was wir haben. Ich weiß. Ich glaube, ich bin mit 9 Lehmgranaten in die letzte Zone reingegangen. Die waren innerhalb von, weiß jetzt, einer Minute weg. Oh nein, da waren ganz viele drin, ich hab keine Auras. Der Quäler muss nur weg. Nicht die Nester abschießen. Ja, das weiß ich doch. Da ist noch ein Quäler. Sehr schön. So, jetzt komm schon. Ein Netz ist leider im Sack gegangen. Na genau das, was wahrscheinlich auch nicht unwichtig gewesen ist, weil ich glaube, wir waren exakt 5. Ne, hier ist noch eins. Komm. Und raus hier, ne? Ach, ich dachte gerade, du hast es kaputt geschossen. Nein. Alter, ich wollte gerade sagen, so willst du mich verarschen. Ich war gerade richtig mad. So, das wow. war
Weiter, 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 weiter. Wir haben jetzt ein Rack-Gerät, theoretisch. Das ist in der Schleuse. Alter, also, dann durchlaufen, definitiv. Lauf, 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 lauf. Yes! Oh nee! Oh, das war... Alter, damit habe ich aber nicht gerechnet. Ich bin durch. Aber ich habe richtig Damage bekommen. Hab ich gesehen. Ich sag dir, da war eben... Hier war nie ein First. Das ist wieder richtig typisch mein Glück wieder. Natürlich ist jetzt einer da, wo ich vorrenne wieder, ey. Boah. Und ich habe dafür eine Rauschpistole benutzt, weil ich nicht noch mehr Damage kriegen wollte. Ja, das war wieder klug. Das war ein richtiger, ja, ich dachte halt, wir rennen jetzt halt bis zur Schleuse durch. Es waren die ganze Zeit keine Fürsten da. Jetzt natürlich ist ein Fürst da, wo ich durchlaufe wieder. Natürlich. Was denn sonst? Also, wenn nochmal React-Gerät kommt, wäre ganz... wobei, ich habe eine Rauschpistole noch. Passt. Eigentlich. Dekontamination. Der räumt so krass auf. Fürst! Komm, bin da. Okay, ich hab eine Lebengranate. Magst du mir nochmal kurz hauen? Danke. Nice. Schleim. Ach stimmt, spontaner Schleim, nicht vergessen. Ja, auch schon wieder ein Fürst. Das sind wie gerade auf jeden Fall wesentlich mehr. Er räumt so krass auf, ey. So ein bisschen entspannt, man kommt in Räume rein und ist alles futsch. Ja, irgendwo. Genau, Schleim weg. Schleim. Ich höre nochmal Fürst bei den Nestern. Das ist aber nur der einige, glaube ich. Okay, ich glaub, bist du ready? Ja. 3, 2, 1. Nein! Nein! Oh, mit seiner... Scheiße. Ich glaube, darüber hat er nicht nachgedacht. Ja, wir müssen loslegen, ne? Scheiße. Denn ist noch ein Fürst. Noch ein Fürst, komm, ich brauch Hilfe. Ich, oh Gott, irgendwas hat mich getroffen. Ja, der Kollege, da hat dich getroffen. Ja, der auch. Wäre schon geil, wenn der Fürst dann mal weggeht. Der Fürst dürfte nichts mehr haben. Denn ist noch einer. Ich lade jetzt nach. Nice. Boah, die gute Nachricht ist, ey, wir haben... Das ist überstanden. Ich habe keine Claymores benutzt. Hier. Fürst. Oh, ich brauche Hilfe. Oh Gott. Der Fürst ist immer noch da, der dürfte nichts mehr haben. Komm. Down. Drei ganze Salven hat der gefressen, ey. Heilige Makrele. Boah. Ich brauch Munition. Wie viel habt ihr so? Ja, wie viel Rackzeug hast du noch, ist die Frage. Ich hab nur 28. Ja, komm, ich nehme das Ding. Hab ich 12 Lebengranaten, 2 Rauschpistolen, dann passt das. Magst du mich einmal schlagen? Ganz solide einmal. Ordentlichen Klapser. Dankeschön. So, ich muss noch eben meine Claymore hinten holen. Ist zwar doof, aber die lasse ich jetzt nicht zurück. Pass aber auf den Rückweg einmal auf, ne? Okay, hier waren auch einige Fürsten und dass wir das mit der Dekontamination so gut hinbekommen haben, hat mich auch ein bisschen gewundert. Aber anscheinend hat auch Echo direkt ein paar Drohnen kaputt, ein paar Nester kaputt gemacht mit seiner Drohne, als es losging. Ja. Weil es gab die 15 relativ schnell voll. Haben wir sonst noch was hier liegen, wenn schon hier schon mal draußen? Gar nichts mehr. Okay. Du hast auch deine Nomad-Fähigkeit voll, ne? Ja, ich werde jetzt auch nichts benutzen. Also ich werde das auch für Triangulation und Jagd ist egal. Das Ding ist, die Viecher machen bei Sabotage so wahnsinnig viel Schaden gegen diese Stacheln. Ich glaube, der Wüter hat 2-3 Mal dagegen gehauen, dann war das Ding Schrott. Und es war ein Elite-Wüter. Den kriegst du ja nicht mehr sofort weg. Das ist echt nasty. Das ist richtig ekelhaft. Okay. Triangulation ging ja eigentlich auch noch. Also so vom Ding her. War hier der Fürst direkt vor der Tür. Aber die Spawns scheinen sich geändert zu haben.
Oh, zwei Dinger hier. Ja, gesehen. Nochmal zwei neue Quäler. Drei Quäler, ich krieg die Krise. Okay, ein Quäler noch. Eliminiere mein Ziel. Irgendwo da hinten. Oh, keine Munition mehr. Ein Quäler habe ich. Hier ist irgendwo. Ja, ist nochmal ganz viele. Ich krieg die Krise. Da ist noch einer. Guck mal, dass ich die Nester wegkriege. Nicht wirklich geschrieben. Sehr schön. Okay, Echo ist tatsächlich sogar mittlerweile dabei. Das finde ich jetzt interessant. Ja, wahrscheinlich gut, weil wir drei Leute brauchen, aber. Oder seine Drohne. Das kann sein. Kannst mal eben fragen, schreiben, ob deine Drohne ganz ist. Also ist der Drohne healthy. Wenn ich gerade ein bisschen Ruhe habe, gerne. Kurz das mal alles abklären hier mit euch. Weil wir haben bei mir ist keine Fähigkeit. Boah. Wir haben keine Fähigkeitskisten mehr. Also ich, wenn der Mate was sagen muss, musst du das mir sagen. Ich höre den ja nicht. Ja, ja. Is your own. Mal fragen. Nice. Yes. Oh, ich hab's gar also, nicht. Ja, dann brauchen wir die aber eigentlich. Aber gut, Fähigkeitszeug haben wir nicht. Jetzt letzte Anordnung wird annulliert. Ja, das ist ungünstig, da können wir jetzt nicht viel machen. Ich glaube auch in der letzten Schleuse wird nichts mehr kommen, bin ich ganz ehrlich. Weiter zur nächsten Station. Dann lass mal durch. Ich hab ihm gerade sein Leben gerettet. Seismische Wellen werden gestoppt. Ja, übrigens, du kannst natürlich auch sagen, falls du daran denkst, in absoluter Stresssituation, dass ich die Fähigkeit auslösen soll, ne? Weil ich denke tatsächlich nicht mehr dran. Das war zu kurzfristig. Ja, ja, nein, das kannst du ja auch nicht immer sehen. Oh Gott! Oh Gott, nein, 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 nein! Ja, sie war das denn? Da wolltest du den von den Messern, hat er dich die andere umgeschubst, ey. Na gut. Ich stand hier oben und werde von der Blendgranate getroffen. Ist klar. Ist klar. Ja, die Blendgranaten sind ein bisschen OP geworden. Die erwischen dich auch, wenn du eine Kilometer weit weg bist. Aber wenn du blind bist in dem Spiel, ist es auch einfach anders gruselig, ey. Du kannst einfach hier oben Munition gönnen. Oder wie viel Schuss hast du? Ja, ich nehme sie. Nehm sie jetzt vor. Ah, ich habe 2-2, also nehmt ruhig. Ja, dann komm. Ich bin gespannt, welcher Proto es kommt. Also die Spawns sind ja definitiv anders. So. Okay. So, hat Echo sich das bestimmt auch nicht vorgestellt, dass er jetzt plötzlich Mitte kreien muss. Sehr schön. So, welche Viecher müssen wir killen? Das ist jetzt wichtig. Hörst? Was steht da? Was steht da? Elite. Verbündet das Elite? Wir wissen aber noch nicht wer. Schützen müssen wir killen. Also ist es wahrscheinlich wieder ein anderer. Schütze. Das könnte der Smoke-Protoyer sein. Das könnte jeder andere jetzt sein. Oh Gott, ey. Smoke. Nicht Smoke. Quäler, 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 Quäler. Quäler, sag ich. Ich meine natürlich Fürst. Ja, wir haben ein Problem. Wir müssen die killen, sonst killen die uns. Ja. Komm zurück, komm zurück. Let's go back, man. Komm, kam wohl was? Echo? Oh, der ist bei dir einfach. Das ist schon hier. Er ist der Smoke. Es ist Smoke. Hinter uns. Ich bin am Arsch. Ich bin sowas von am Arsch. Wir müssen diesen Fürsten killen. Er kommt zu mir, er kommt zu mir. Ich lade jetzt nach. Ich kann dir da nicht helfen gerade, weil das ist alles voller Gift und ich hab hier alles einen Fürsten. Alles gut, alles gut. Wenn du Fähigkeit brauchst, sag Bescheid. Achtung jetzt, Ralf, er kommt zu dir. Ich muss es jetzt einmal kurz einsetzen, es geht nicht anders. Ich lade jetzt nach. Ja, kommt mal zurück.
bin gleich da. Er kommt zu mir. Er kommt zu mir. Ich kann nichts tun. Er ist da drin. Hier ist alles voller Gift. Alles gut, alles gut. Soll er kommen. Soll er kommen. Ich lade nach. Der ist so ekelhaft. Nee, schieß ihn nicht an. Sonst kommt er nicht. Ah, du willst, dass er kommt? Ja. Na denn? Jetzt darüber. Alles klar, ich hab den. Klar, Brutpol ist Unfürst. Gib mir alles, komm, gib mir einfach alles. Alter. Ich kann nicht raus. Das Gift ist leider hier. Oh, danke, Echo, ey. Echo hat mir gerade richtig den Hintern gerettet. Okay, ich glaube, ich habe alle Claymores. Oh, Junge. Boah, ich liege auch gerade gefährlich. Ich komme nicht raus, hier ist immer noch Gift. Das dauert sehr lange da, aber es geht gleich weg. Okay, Fürst ist down. Geschissen. Okay. Ich bin draußen. Ich hab Landspawn. Ich lade nach! Bist du? Ja. Ja. Alter. Er gibt mir noch eine mit. Oh, bist aber heute auch nicht vom Glück geküsst. Ne? Nee, nicht wirklich, gefühlt. So, in der Schleuse ist was drin übrigens. Ich weiß aber natürlich nicht was. Es könnte ein Fürst sein. Na dann. Ja. Alter. Oh Gott. Da hat aber auch der Echo was gewagt, sich da so gefühlt einen Millimeter neben den Fürsten zu stellen, ey. Boah, Jungs, ey, das wird so hart, ey. Ich hab Echo, 20 we need to be fast in this last round. Eigentlich dürfen wir uns schon unten gar nicht so lange aufhalten. Du hast ja gesehen, auch am Heliport, du hast gesagt, da ist so viel los. Da ist so viel los, wir müssen den eigentlich aufräumen. Ohne Scheiß. Dann lass direkt, dann lass Heliport und dann hoch. Okay, Heliport. Es sind hier wieder 1000 Güter, ich höre die doch jetzt schon. Oh nein, ich höre auch schon Güter. So, 9 Lebengranaten habe ich noch. Elite Fürst. Quäler meine ich. Elite Quäler down. Wichtig ist halt, dass diese blöden Nester kaputt gehen. Die Nester dürfen nicht da bleiben. Deine Fähigkeit. Scheiße. Ich wollte eigentlich meine Rauschpistole nicht dafür benutzen, ey. Du musst. Ja, geil, Alter. Made it down. Oh Gott, ich auch gleich. Komm schon, wir schaffen das. Aber ich hoffe es, ey. Lad doch nach! Bist du? Am Heliport, ich versuche die Nester zu zerstören. Wow! Fuck! Oh Gott! Oh Junge, ich hab grad richtig geschluckt. Ich hab alle Nester. Ja, ich kann nicht, benutzen. Ah. Oh, was, ey, Alter, jeder. Oh. Was ist denn das für ein Maestro? Ey, die letzte Zone. Das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube, ich sterbe jetzt. Nee, doch nicht. Okay, sehr gut. Ich glaube. Oh Gott. Was willst du denn machen? Oh. Ich würde mir gerne noch mal einen Schuss versetzen, aber irgendwie. Irgendwie hast du nichts mehr. Leg ihn einfach hin, leg ihn einfach hin. Oh. Ciao. Nein. Verdammt. Oh, ich bin zwar noch evakuiert, ich wollte dich noch aufheben. Hat das funktioniert? Weiß ich nicht.
Lass schauen. Du hast auch ihn, nicht mich geholt. Wenn denn. Okay, seid glaube ich beide weg, ne? Ja. Nee, der Echo ist da, schade. Oh Leute. Oh. Hast du gerade auf Abstimmen nochmal erneut gedrückt? Nee. Na? Na? Ja, ich bin dabei. Okay. Dann machen wir wohl noch einen Versuch. Ja, dann drücken wir unten auf Abstimmen, ja. Ach so, nee, doch, ich hatte aus Versehen abgestimmt. Ach so. Okay. Das heißt, wir warten auf den Echo. Ich glaube, der ist... Ja, doch. Wahnsinn, okay, crazy. Ah, ich sag mal so, drauf geschissen. Wir sehen uns sofort. Also die letzte Zone hat es halt wirklich in sich, aber es gibt ja auch... Wir hatten jetzt gerade eben bei dem zweiten Run wahnsinnig viele Fürsten einfach dabei. So, das hatten wir da vorher nicht so in dem Ausmaße, außer halt bei einer Zone. Das war auch schon mal heftig so. Und ich habe auch wieder unnötig Schaden bekommen, weil plötzlich ein Fürst einfach da war, wo ich nicht mit dem gerechnet hatte. Was auch vielleicht irgendwo meine Schuld ist, aber... Nun gut. So, Echo ist jetzt komplett raus, natürlich. Ich überlege, Echo zu nehmen, tatsächlich. Auch für die Fähigkeit. Ich kann auch Echo nehmen. Ja? Ja. Okay. Ich bin ein guter Echo-Spieler. Oh, okay, hört. Alles gut, nein, du kannst ihn auch nehmen. Also, naja, das ist relativ ich Wumpe. Ich glaube, ich würde IQ, wobei Nomad, ach, Verteidigung ist ein. Smoke oder Nomad, sag an. Wahrscheinlich Nomad, Smoke. Ne? Ich hätte Smoke genommen. Meinst du? Deine Fähigkeit ist einfach stärker als die von Nomad. Ja, aber die wenn du zum Beispiel. Ja, wobei nächste Woche kannst du aufräumen. Theoretisch vorher. Ja. So, Lehmgranate, Rauschpistole. So, was hat er made? Wir haben wieder Finke. Keine Auras, ne? Aber ist egal, weil ich habe ja Echo. Ich sag mal so, es hat ja auch eben funktioniert. Okay. Ja, wir kamen ja auch eben bis zur letzten Zone, auch ungefähr mit gleich viel Leben wie halt bei einem ersten Run mit Auras. Und du bist jetzt, wie du schon sagtest, unsere Aura jetzt so ziemlich. Nun denn. Oh, wäre aber schon schön, wenn wir das jetzt schaffen würden. Es ist mittlerweile auch für die Leute vielleicht gar nicht so wichtig. 1 Uhr morgens fast. Es wäre mal schön jetzt. Ich würde nicht nein sagen. Und ich glaube auch, die Konzentration lässt dann ja auch irgendwann mal nach. Hast du ja auch nicht vergessen. Oh, die Drohne ist einfach so langsam geworden. So, Nummer 1. Stimmt, ist auch nicht ungünstig, wenn du mit der Drohne dann die Viecher... Nummer 2. Hallo? Was denn? Du hast Drohne. Du hast Drohne. Oh, fuck. Sorry, ich war ab. Alles gut. Wir spielen so selten Echo, dass ich das voll nicht drin habe. Und ich sag's vor allen Dingen auch gerade noch. Oh, Smokes Waffe. Ich finde die ist einfach... Aber lit ist die. Sehr schön. Das ist doch die gleiche wie von Dings, oder nicht? Nee, ich habe die andere ausgewählt, tatsächlich. Die es auch im Hauptspiel Rainbow Six Siege gibt. Die FMG 9. Aber wenn ihr das was sagt. Nice. Hier ist der Streiter, kannst du ihn einmal machen. Ja. Nice. Guck mal, der Mate hat sofort gerafft, weißt du? Ich musste erstmal 2 Viecher töten, bevor ich das immer gerafft hatte dann. Wir haben hier Sturmschützen schon in Zone 1. War das eben auch schon so? Ja. Sturmschützen sind aber auch noch ganz schon mal Asi irgendwie, ne? Machen ja auch nicht allzu wenig Damage, wenn sie treffen, aber gut. Haben wir geschafft. Gibt's hier noch Rack? 3-mal, okay. Du hattest jetzt wieder hier Claymores, ne? Ich hab Claymores mit. Ja. Wir halten mal dran fest, dass wir die für die letzte Zone brauchen. Ja. Auch nicht für die Dekontamination, wirklich nicht. Nur für bei der Dekontamination müssen wir uns halt nächstes Mal ordentlich aufstellen. Müsste sie jetzt ziemlich sparsam damit sein, weil wie gesagt, auch meine Lehmgranaten sind wahrscheinlich nicht unwichtig. Plus, der Mate wird wahrscheinlich auch 1-2 Rackzeug nehmen. Ja. Da dran denken. So, dann gönne ich mir mal. Darf ich das Rackzeug in der Schleuse nehmen? Oder willst du das? Ich hab schon eins, So. Natürlich bist du jetzt Echo, jetzt ist es natürlich schwierig für dich an Rackzeug ranzukommen. Ja, ja, genau. Oder dass der Mate vorher rankommt, ne? Deswegen, wenn du ein Rackzeug siehst, sammel direkt einfach. Bist du halt, weiß ich nicht, 30 Claymores hast oder weißt du? Keine Ahnung. Bin so. Ja. Nummer 2.
Du aber hast auch ein spaciges Kostüm, muss ich sagen. Sieht auch schon ein bisschen aus wie ein Alien. Ein bisschen leuchten. Man muss Farbe zeigen. Naja, leuchten. Du kannst auch gleich sagen, hier sind wir. Bitte schießt uns ab. Ja, aber die AKM sehen das ja. Na, Quatsch. So, zweite Zone. Da wird auch noch nicht taktisch vorgegangen. Da wird auch nur gelaufen und gerannt und geschossen und weiß ich auch nicht, was alles. So, ich höre doch hier ein Nestlein, oder nicht? Fülle Munition ab! Das ist ein Problem. Dich habe ich gehört, Kollege. Die Anomalien darauf wie feuernde Neuronen. Oh Gott, bei mir geht einiges ab. Ich weiß nicht, wo du bist. Bin nicht oh, bei am dir. Sack bin ich gleich. Oh. Hast du mir gerade meinen Hintern gerettet? Ich lade ja. Jetzt nach. Oh, ich danke dir. Gerne. Ich glaube, sonst wäre ich bestimmt noch mal 5 weitere Runden um den Heliport gelaufen, ey. Geh doch down. Oh, die, ja, diese Dinger nerven auch manchmal, ey. So nicht. Alter. Ich dachte, ich hab den. Das Spiel macht mich gerade richtig kirre. Man könnte fast meinen, ich brauche den Kick, aber glaubt mir, Leute, jetzt gerade brauche ich den Kick nicht. Nice, ich danke dir. Alter. So, wir kommen jetzt mal alle runter hier, ne? Jetzt ist mal gut. Junge, Junge, Junge. Auf zum ersten. Sehr schön. So, dann nochmal hier auf jeden Fall diesen Gang am abklären. So, run. Die Drohne eingepackt. Gönn dir dann auf den Weg auf jeden Fall schon mal hinten das Werkzeug, das was ich markiert habe. Gönn dir am besten da lang. Ich komme von der anderen Seite, um dich zu decken. Ja, wie gesagt, ne, wir wollen dem Mate jetzt nicht unterstellen, irgendwie, dass er was klaut, aber es ist halt Fakt, dass wir die Claimers brauchen und ne, das Kommunizieren könnte manchmal schwierig sein. So. Dann können wir auf jeden Fall einmal loslegen. 1400 Schuss bin ich mit D'accord. Ich hab nur 230 leider. Oh, da musst du aber safe mal was nehmen. Ja, ja, alles gut. Sonst nimmt er gleich mal in der Schleuse die beiden. So. Und, na gut, Heilung, brauchst du Heilung, aber... Boah. Also es gibt ja eine Heilung wieder in der Schleuse und zwei hier. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Quiller. Nice. Alter, ich hab mich gerade vollkommen vor dem Mate erschrocken, weil er so diese Uniform anhat. Ich dachte gerade kurz, es ist ein AKI, Alter. Hör mir oh, auf. Ja, ja. Ich merke schon, ich werde langsam. Tatsächlich bin ich das auch immer sehr verwirrt. Ja, weiß ich, es ist so spät mittlerweile, ich werde mittlerweile paranoid einfach. Sehr gut, Mate. Ah, wir haben doch schon Nächte gemacht, Junge. Ja, ja, das stimmt. Aber ich habe das Gefühl, dass ich übermüdet bin. Hallo, Mate ist noch gar nicht hier. Ja, moin. Ganz entspannt. So. Alter! Danke für die Claymore. Gut, dass die Claymore da lag, ey. Ja, ja, ich war eventuell gerade kurz ein bisschen Brain AFK. Oh, das war lucky. Ich höre doch noch irgendwo einen Kollegen Schnürschuh. Zur nächsten Scan-Zone. Ja. Munition. Gönn dir. Gönn dir alles direkt. Ja. Da war nur eine da. Vielleicht war ich da eine. Weiß ich schon gar nicht mehr. Fehler? Fehler sag ich. Ja, doch Fehler allerdings. Hit uns! Das war knapp, Kollege. Ich glaube, da habe ich gerade den Mate gerettet, aber ich bin mir nicht sicher. Sehr schön geschafft. So.
Aber Fähigkeit, da haben wir Fähigkeit. Also für mich irrelevant, weil ich meine Smokes immer noch nicht benutzt habe. So. Jetzt ist die Frage, wir haben jetzt noch zweimal Heilung, weil einmal über hier. Oder war das? Ne, das weiß ich diesmal nicht. Wo war denn noch eine? Marc, du musst mir sagen, wo das ist, weil du bist hier das Brain. Das, was ich kenne, habe ich schon genommen, leider. Ja. Die andere habe ich, glaube ich, nie gefunden oder nie gesehen. Ach, warte mal, das war doch hier am Heliport. Hier, Heliport, da. Ah, Echo, sorry. Here. Finker, you can take it. You can take the medkit there. So. Das heißt, das in der Schleuse würde ich dann für mich tatsächlich jetzt erstmal auch à la Marc aufbewahren. Aber ich habe auch noch ein bisschen. Na, plus 29 extra ist okay. Das ist okay. Würde ich erstmal ein bisschen ticken lassen. Let's go. Oh, warte. Meine Claymore will ich noch mitnehmen von hinten. Du das? Geht ja sowieso nicht los, wenn ich nicht auch noch auf weiter drücke. So, Munition ist nochmal hier. Die habe ich schon geholt. Dann gönnt ihr nochmal die Muni in der Schleuse. Besser ist das. Sü. Bist du bereit mit deiner Drohne? Mutation entdeckt. Immer. Panzernester Abschaltung. Ich weiß jetzt nicht, ob der Mate direkt vorläuft. Das ist natürlich sonst problematisch. Oh Gott. Nein, nein. Oh, ich Idiot. Es ist mal wieder passiert. Nö, es ist halt einfach wieder passiert. Das Ding ist vor mir hochgegangen. Ich habe noch 86 Leben zwar, aber ich habe ein bisschen Damage bekommen. Selber schuld. Nimm dir mal die Heilung. Den mache ich gleich, wenn wir das reingesteckt haben. Weil da ist ja kein Theme normalerweise. Aber ich nehme es gleich, ja. Weil, ne, Marc, manchmal ist es klüger, das Leben zu nehmen. ja, ich nehm's doch. So. Ihr penetriert mich ja damit auch immer, dass ich das machen muss. Zu Recht. So. Sehr schön. Der Mate läuft zurück, holt Nummer 3. Ich habe hier React-Zeug draußen, aber ich nehme mir das einmal, bitte. Aber ich habe auch, brauche auf jeden Fall ein paar Lebengranaten. Weil da, wenn da schon wieder so wahnsinnig viele Viecher unterwegs sind, wahnsinnig viele Wüter, brauchst du aber auch alles an Lebengranaten, was du hast, ey. Kannst los, glaube ich, ne? Und vergiss deine Claymore nicht. Ja, warte, ich bin hier gerade oben am Aufräumen. So. Geschafft, das unterirdische Wir bloß schnell weiter können, ja. Einmal Heilung ist hier noch. Ich glaube denn irgendwo. Ja. Ich weiß nicht, soll ich das Leben nehmen? Ist das klug? Ja, ich brauch's eher nicht, ne? Ja, bei Rettung und Nestbewachung glaube ich eher nicht, ne? Und bis dann ist das Leben bei dir sowieso runtergetickt. Na komm. Sieht gerade vernünftiger aus. Munition würde ich gerne nehmen. Ja. Gönn dir beides. Eine war noch da. Hier ist noch eine andere. Gönn dir die auch nochmal. Dann meldet sich die jetzt nicht. Ja, perfekt. So, gut, Rackzeug hat er sich gegönnt. Wie viele Claymores hast du? Leider nur 18. Oh, das ist aber sehr wenig. Ja. Da könnte man schon fast überlegen, tatsächlich den Proteus auch nicht mit Claymores auszuschalten. Kannst auch nochmal drauf drücken. Ich kann es Ihnen ja schreiben, dass ich Claymores brauche. Hast du schon Schleuse gedrückt? Ach so, scheiße. Ah, das ist ja nicht dramatisch. Let's leave. Da kann ich gar nicht schreiben, doch. Fix, ey. Hier. So. Sehr schön. Ich hab's geschrieben, aber ob es jetzt natürlich jetzt liest und auch umsetzt, ist natürlich was anderes. Ja, ob der es macht, ist natürlich was anderes. Alles gut. Das ist auch okay. So, dann lass erstmal hier zur Rettungsperson. Und genau, fahr du mal wieder vor mit deiner Drohne. Ich flieg da direkt hin. So, den ersten haben wir schon mal. Sehr schön. So, einmal alles aufräumen hier. Munition aufgestockt, das hört sich gut an. Ich nehme auch einmal noch mal. Evakuieren. Sie darf nicht verletzt werden. Let's go this way, man. I just follow you. Was heißt Wüter auf Englisch? Ich weiß die Übersetzung nicht. Schreib doch Hulk. Hulk?
sind oben. Der Mütter ist aber, glaube ich, nicht weit entfernt gewesen. Und hier oben ist React-Zeug bei uns. Ich weiß. Also hier, da ist der unsterbliche Güter. Aber der hat uns nicht im Blick, der kommt nicht hoch. Wenn wir leise sind. Wenn du über die Stairs hier hinten gehst, dann dürfte das auch ein relativ sicherer Weg sein. Ja, komm. Hab die Drohne weggepackt. Ja, der Mate hat leider jetzt gerade angeschossen. Also gut, dann müssen wir oben halt den Güter die ganze Zeit beschäftigen, dann ist das so. Dürfte aber eigentlich auch kein Problem sein. Ja, was machst du denn? Ich komm hoch. Oh, ich glaube, unser Mate hat gerade wahnsinnige Verbindungsprobleme gehabt. Okay, bin da. Dann wollen wir mal. Was das? Haben wir nichts mehr hier? Ich glaube, wir haben gerade wahnsinnig Glück gehabt, dass der Mate seine Verbindungsprobleme schnell im Griff bekommen hat. Wo ist der Mate? Hin. Magst du mir mal hauen? Ja, sofort. Komm her, komm her, komm her. Lauf, 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 lauf. Das muss jetzt schnell gehen. Sehr gut. Werkzeug ist geholt, sehr schön. Alter, ich hatte gerade richtig Angst um Finker, ey. Heilige Scheiße. Da muss ich auf jeden Fall meine Lebensgranate opfern. Aber alles gut, der hat noch über 100. Okay, Nestüberwachung, da brauchen wir auf jeden Fall deine Drohne. Kriegst du schnell noch was trinken? Ne, du weißt ja, wo wir lang gehen, ne? Der typische Weg. Gibt ja nur einen richtigen Weg, den wir ablaufen. Let's wait for the drone. Muss auch die Tür aufmachen. Bei mir lädt das nur extrem lang irgendwie gerade. Ich glaube tatsächlich, der Mate hat ein paar Probleme gehabt mit. Hier sind wahnsinnig viele Viecher, die waren vorher nicht da. Ja, ja, ich hab die ja weggelangt. Lass mich einmal anschießen. Okay, danke. Welche schöne Blendsprung kann man ja auch so wegmachen. Ah, ich hab's geschafft. Ah, das geht aber auch stabil, muss ich sagen. Das geht gut. So, dann kommen wir am besten direkt schon mit uns. Bleib mal kurz bei dir, damit wir dann zusammen unterwegs sind. Gehen wir am besten ganz links lang. Also hier sind ja auch theoretisch noch zwei React-Zeugs. Ne, brauchen wir. Wie viel Claymores hast du jetzt? Brauchen wir. Jetzt 24. Ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn ich nochmal eins nehme, du einmal theoretisch nochmal eins nimmst. Würde ich jetzt so sagen. So, war das mit dem Mate? Ich glaube, der hat ein paar Verbindungsprobleme tatsächlich. Also, dass er gleich rausfliegt. Er ist da, sehr gut. Nein. Du kommst da teilweise so schwer ran an die. Danke. Hier mal Werkzeug, gönn dir am besten zuerst, schnell. Okay, ich hab genug. Und das andere war. Ich weiß nicht. Eventuell Schleuse. In der Schleuse. Auf jeden Fall in der Schleuse. Du lernst gerade nicht, wie ich sprinte, aber er ist vor mir. Okay, ich hab's. Also es hört sich so an, als ob ich wirklich denke, dass der Mate uns hier irgendwie nichts gönnen möchte, aber es geht halt wirklich, ne, ich hab's ja vorhin schon kurz einmal angeschnitten, es geht halt darum, dass wir nicht so gut kommunizieren können. Genau. Ja, ja. Und ich weiß tatsächlich auch nicht, wie viel er zu einem Zeug hat, natürlich, das ist auch nicht unwichtig, natürlich. Er braucht auch seine Lebensgranaten, ist ja klar. So, spontaner Schleim und Dekontamination, das könnte interessant werden. Nice. So, Schleim nicht vergessen. Boah, sehr gut. Ja. Die Ladungen müssen sich ja vor allem auch immer wieder aufladen, ne? Ja, komm drauf. Gar nicht, erst lange warten. Nice, lief auf jeden Fall sehr spitze. Dann haben wir 100%.
Ja, perfekt, der ist hier unten. Ja, das schmeckt tatsächlich ziemlich gut. Ist was gespawnt? Nein. Nein. Oh, fuck. Nein, meine Drohne ist kaputt. Fuck. Ich glaube, da ist noch ein Fürst. Ja, da ist auch ein Fürst. Der hat meine Drohne kaputt gemacht. Oh, es gibt keine Fähigkeitskiste. Nein. Der Mate ist, der ist down. Nimm deine Fähigkeit. Use your ability. Use your ability. Wow. Oh. Ich kann den nicht retten. Es geht nicht. Alles gut, er hat. Oh. Ja, geil. Das geht doch nicht. Es ist halt problematisch, dass er ab und zu mal seine Verbindungsprobleme hat. So, ich nehme scheiß Rauschpistole, komm. Wir müssen halt jetzt mal wegmachen, die Scheiße da. So, noch eine Pistole gönnen. Alle weg. Denn wir brauchen nochmal ein Vieh. Komm, wir brauchen nochmal ein Vieh. Alter. Ja, geil. Hier ist irgendwo noch ein Fürst. Hier bei mir. Scheiße. Nein. Scheiß Schleim. Ich bin da. Ich hatte echt einen Hüter gespawnt. Ich weiß nicht, was er gespawnt hat. Alter! Nein! Oh. Der Schleim fuckt echt ab. Hasse Schleim, ey. So, wir haben noch ein Reaktzeug. Wie viel Claymores hast du? Genug. Nimm ruhig. Ja. Alles klar, dann habe ich meine 2 Rauschpistolen wenigstens wieder. Ich habe jetzt 14 Lebengranaten, aber ich sag mal so, eben gerade hatte ich auch 11 und das war nicht gereicht. Das war scheiße. Das war eine richtige beschissene Runde. Ich habe keine Drohne. Das ist auch scheiße. Wobei wir sie natürlich bei der Sabotage nicht brauchen. Triangulation sollten wir so schaffen. Und ich denke auch, Brotfeuer ist auch die Drohne nicht sinnvoll. Also, vielleicht hättest du sie auch nicht mal unbedingt gebraucht jetzt. Aber wir fangen mit der ersten Station an. Verbüter. Das ist so ungünstig, Mann. Hab ihn. Hab ihn hinter dir. Sehr schön. Nein, mach doch hier nicht. Oh, jetzt macht er erstmal seine Ninja-Moves hier, ey. So viel Zeit haben wir nicht. Ja, das ist jetzt schon wieder viel zu stressig. Ja. Oh. Ich gehe halt auch gar nicht d'accord mit Echos Waffe. Ja, verstehe ich. Wir sollten auf jeden Fall auch richtig jetzt bezüglich des Lebens aufpassen, vor allem ihr beide. Und auch der Finker war ja schon mal down. Ich brauche Deckung beim Nachladen. So. Also ich... Ja. Sollen wir jetzt starten? Start rein, ja. Warte. Ja, start da hinten, start rein. Du kannst ja da hinlaufen zu anderen. Sehr gut. Weiter zur nächsten Station. Nicht lange in Zonen verbrauchen, wirklich nicht. Wir sollten am besten so schnell weiter, wie es halt geht. Wir haben hier nur Munition, theoretisch ist in der Schleuse, nehme ich an. So, bevor ich Schleuse aufmache, da ist was drin. Ich weiß, ein Fürst. Na dann. There is maybe an Apex in there. We should wait. Okay, dann nicht. Na, Gott sei Dank ist da keiner gewesen. Ich sehe nichts mehr.
Gönne den Muni. Okay. Ich habe 2, 4, das reicht. Okay. Aber wie ich schon sagte, ich glaube, wie gesagt, deine Drohne ist für den Proteus uns nicht relevant. Nee. Der backt schon wieder hier. Guck. Nee. Ist der und ich sagte auch so wie es. Na, wobei genau jetzt mal erklären, was besser ist. Wobei wir eigentlich bei der Sabotage wahnsinnig viele bräuchten. Ich schläg nicht viele. Ich weiß, dass ich wie viel ich brauche für den Fürsten. Mhm. Für den. Ja, du weißt schon, Proteus. Je nachdem, welcher jetzt kommt. Es ist wieder absolut Überraschungspaket. Ich weiß es nicht. Wir hatten jetzt Smoke gehabt, wir hatten den neuen gehabt, wir hatten Alibi gehabt. Kommt immer ganz drauf an, welche Viecher man killen muss. Wir verstehen sich bestens mit ihrem Elite. Das ist schlecht für unsere Einführungsmaßnahmen. Erledige ein paar, damit sie... Wähler, es wird der neue sein. Juhu! Ich weiß noch nicht, ob ich das Juhu finde. Weil ich weiß auch nicht, ob der Matt den schon kennt, wenn er neu ist. Wir waren ja auch überrascht und sind erstmal, ich sag mal, mehr Hals über Kopf reingelaufen. Ich such den auf jeden Fall schon mal, die beiden Quäler. Versuch schon vielleicht ein bisschen den Evakuierungsweg zu räumen. Oder auch nicht. Wir kommen zu dir, Ich hab hier den Quäler. Bin da. Und ich hab halt nichts um den. Bin da. Okay, never mind. Okay, der Quäler ist tot. So, ein Quäler ist hier. Geht los. Ich habe ihn nicht getroffen, ich Idiot. Ja, alles klar. Ja, ich habe 30 HP. Karma. Wofür? Ich habe gar nichts gemacht. Du hast ihn nicht getroffen. Ach so. Komm zurück. Komm zurück, komm rein. Oh, komm in, Mate. We got lots of Claymores. Das ist doch nicht der. Das ist der gar nicht. Nee, das ist der auch nicht. Keine Ahnung, graf ich nicht. Doch, jetzt ist er. Doch, das ist der. Okay, warte. Das ist der. Ja, jetzt brauchen wir nicht auf den schießen. Wir brauchen nicht schießen. Reicht dich nicht. Siehst du das Flugzeichen? Ja, ich sehe das Symbol. Jetzt können wir wieder schießen auf ihn. Das Boot ist weg. Hier sind halt ein paar Quäler noch. Auch was ein Quäler? Hat der ein Schwein gehabt. Der Mate ist schon wieder. Oh, Kollege. Ey, da ist so viel Claymores, Mann. Der kann das gar nicht überleben. Ist egal, wie viel Schuss. Dafür muss er aber herkommen. Der kommt schon. Ich glaube tatsächlich aber nicht, dass er da mehr Schutz hat. Ich glaube einfach nur, er ist unbesiegbar zu dem Zeitpunkt. Das heißt, Claymores, du dürfen die dann ja auch nichts anhaben. Nice. Dann gönn dir mal deine Claymores. Krass. Warum ist Sebastian nicht mehr dabei? Kommt er natürlich wieder, ey. So, der Mate läuft durch. Glaube ich, sehr sinnvoll, wenn wir durchlaufen mit. Ach, und in Bewegung bleiben. In Bewegung bleiben. Zickzack laufen. Let's go, go. Next. Was hast du? Oh, ist das mich blockiert? Nein! Oh. Nein. Oh. Fähigkeit. Ability. Use your ability. Weiter. Renn weiter. Gott! Oh nein! Scheiße! Mann! Oh! Oh, was ne Wichse, ey! Alles klar! Ich bin gefickt. Ja, moin. Alles klar. Das war's. Oh! Er hat seine Fähigkeit einfach mal eingesetzt. Zum Zeit. Mach auf die Scheiße!
Oh Mann! Ich hab nur so viele Claymores! Das ist tatsächlich jetzt extrem ungünstig, ja. Oh, der hätte, ja, ich glaube, vielleicht war er auch gerade zu gestresst und konnte seine Ability auch noch vielleicht nicht einsetzen, ich weiß es nicht. Ich bin halt gerade nicht in seiner Haut gewesen. Das Ding ist, ich hab dich zurückgeholt und du warst halt instant wieder down, bei dir war so viel Zeug. Ja. Da haben wir auch letztes Mal immer die Probleme gehabt. Immer bei dieser Zone, wenn wir den Proteus hatten, war alles voll, die ganze Zone. Mann. Mit AKE-Stacheln kann sich der Gegner anpassen und sogar den Panzer nachwachsen lassen. Ein seltsames Gegenwert. Brauche Deckung beim Nachladen! Ja, geil. Hat sich jetzt schon erledigt gefühlt. Hinter mir sind, glaube ich, Viecher. Nichts bei dir. Jo, gehört. Ja, bin down. Alles klar. Das war's wohl. Na gut, ich glaube, das es soll nicht sein. Ich glaube, es soll nicht sein. Da gucken wir noch, wie sich der Mage schlägt. Ich glaube aber tatsächlich, das wäre jetzt ein Wunder, wenn er das schafft. Fähigkeit hat er nochmal. Lass den Mage liegen, lass liegen. Go away. Evacuate. No problem. Na, wenigstens hat er es noch geschafft. Ja, das war jetzt extrem ungünstig. Proteus richtig gut weggemacht, der war schnell weg, und aber die Zone war so voll. Und ja, vielleicht wäre es sogar echt klüger gewesen zu sagen, wir gehen ganz langsam Richtung Schleuse und nicht, wir rennen durch. Mhm. Wir gehen ganz taktisch und langsam vor, aber gut, da haben wir jetzt uns nicht für entschieden. Leute, ich würde sagen, das waren 3 heftige Versuche. Also wir haben es ja, wir haben die Sabotage auf jeden Fall schon ein paar Mal gestartet, aber sehr weit sind wir da nicht gekommen. Es ist so bitter, ey. Dennoch hoffen wir natürlich, dass euch diese Folge Rainbow Six Extraction gefallen hat. In der nächsten Folge dann mit dem neuen Maestro. Wir wünschen euch wie immer einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und haut rein. Tschüss.